Im hohen Gras sitzt ein wildes Abra. Oh, aber bevor du es fängst, möchte es dich testen und schauen, was du alles von den Pokémons gelernt hast. Okay. Nette Einleitung. Oh Gott. Was passiert, wenn man einem Evoli einen Feuerstein gibt? Es entwickelt sich. Es muss pupsen? Was? Moin Leute, es ist mal wieder an der Zeit, ein wenig zu failen. Und wo geht das natürlich am besten? Bei Happy Wheels. Wir beginnen mit Paluten Quiz von Dusty Knight. Moin lieber Paluten, du bringst mein Herz zum Bluten. Bed Wars und noch Happy Wheels, ich bin froh, dass du das spielst. Und ich sag's mal so wie du, einfach Hululu. Nach diesem selbstgereimten Gedicht will ich dir nur sagen, Text im Level lesen. Okidoki, play now. Das geht auf jeden Fall schon mal sehr philosophisch los. Moin Palle, bitte grüße Dustin, Christian, Patrick, Timo und Valentin, wenn du das noch nicht gemacht hast. Bitte alle am Namen nennen. What? Ich würde dich so lieben dafür. Viel Spaß, Dusty Knight. Hab ich doch gemacht. Hab ich gemacht. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16 natürlich. 12 wäre ein bisschen wenig. Oh yeah. So, knackig. Oh Gott, wer hat die weiße Schokolade erfunden? Warte mal, Schokolade hat doch alles die Schweizer. Oh yeah. Sauber. Welche... Oh Gott. Welche Farben können Hunde sehen? Man sagt ja eigentlich immer, dass sie nur schwarz-weiß sehen können. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so eine Legende in Anführungszeichen ist. Alles außer grün. Ich sag schwarz-weiß. Okay, da habe ich mal wieder was gelernt. Ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also das hatte ich ja schon in der gestrigen Folge erwähnt. Da hatten wir auch ziemlich viele nice Quiz-Level am Stissel. Und da waren auch wieder die Fragen einfach so gut gewählt. Und dann macht das auch gleich doppelt Spaß, wenn die Fragen einfach geil sind. Und man eben dann auch nicht irgendwie... Ja, hatte ich auch eben gesagt, so Varo-Quiz, das ist dann auch ein bisschen durchgenudelt. So ein bisschen allgemein Wissen, wo ich mich richtig blamieren kann. Wer hat den elektrischen Stuhl für Todesstrafen erfunden? Ich würde sagen Thomas Edison. John Wilkinson? Nee, ich sag Thomas Edison. Und der Victory. Und geile Fragen, Alter. Ihr wisst gar nicht... Keine Ahnung, ich habe ja wirklich schon sehr, sehr viele Folgen Happy Wheels gemacht und viele fragen mich dann immer, oh Paluten, ist das nicht nach 500, fast 600 Folgen irgendwann mal langweilig? Und ich muss teilweise sagen, wenn irgendwie eine Folge lang wirklich schlechte Level da sind, dann denke ich mir wirklich so, oh Mann ey, das war jetzt wirklich echt nicht so, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Aber wenn ich jetzt die frischen Level zocke, spiele irgendwie so richtig geile Quiz-Level oder schön gestaltete Level, dann bockt das. Und deshalb, ja, und das es bockt, weil ihr euch anstrengt, weil ihr, das ist ein Community-Projekt. Und ich finde das einfach geil und es macht Spaß. So, weiter geht's. Paluten 55 Mini-Quiz von 123 Skeller 123. Hey, Palo und andere, das ist mein erstes Mini-Quiz. PS, du bist der Beste. Grüße aus der Schweiz. Alright, alright. Vielleicht sollten wir einen anderen... Okay, warte. Okay, sag am Ende, ob es gut war und ich weitermachen soll. Das müsste die italienische Flagge sein, wenn mich nicht alles täuscht. So, zeige ich, knack ich. Wie viele Slots hat der Gommen.net-Server? 14.000. Dash. Nicht so schwer, da join ich ja täglich drauf. Wie fandest du das Mini-Quiz? Ja, war gut. Das war knackig, obwohl da mit der italienischen Flagge, das war jetzt nicht so das Schwierigste. Paluten Mini-Quiz von Niklas Zogger. Hey, Paluten und andere, ich habe einen Mini-Mix gezaubert, alles ist schaffbar. Okidoki. Wait for screen, in der fällt 100 pro irgendwas. Irgendwas. Impossible? Nee, Impossible wäre ganz cool. Oh. Oh, fahr! Ich lebe. Hey, warte mal, kann aber sein. Wie kannst du noch leben? Bro, du hast 2 Harpunen in sämtlichen. Körper. Oh, jetzt ist er ein bisschen in der Mitte ja, okay, das ist natürlich... Okay, da haben wir den First Try nicht bekommen. Was ist denn Trash? Oh, warte, das müsste ich schaffen. Bitte, lass mich da durch. Okay, 1:1 steht es. Das erste konnte ich nicht schaffen. Und den Spikefall, da müsste ich doch auch hinbekommen. Ganz gerade runterfallen. Gerade. Nein! Verdammt! Das will ich nochmal ausprobieren. Ich muss so... Absprung! Yes! Okay, dann können wir sagen 2:2.
Das ist ein Unentschieden, das ist immer gut. So, Palute GMTV von Dracholix. Give me the victory. Danke für die tägliche Unterhaltung. Ich glaube, dieses Level hatten wir schon mal. Ich guck mal ganz kurz rein. Bin mir aber eigentlich sicher. Ja, genau, das ist das Level, wo ich, das hat mir, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen, wo ich meinte, das sieht so ein bisschen aus wie Namek von Dragon Ball, also der Planet. So, Paluten ist cool. Hey Palle, bla bla bla, könntest du die Klasse 7b grüßen? Ja, mache ich doch gerne. Ich grüße sämtliche 7bs auf diesem frickin' Planeten. Und was ist da oben? Soll das ein... Oh. Okay. Das ist natürlich... Oh, Wrecking Ball. Ja, was will denn der Wrecking Ball, Alter? Da geht P-Dizzle wie geschnitten Brot drüber. Macht jetzt hier nochmal ein Double. Oh Gott, das war knapp. Jetzt wird ein bisschen Timmy abgeschossen, aber... Ach, Leute, Timmy hat es auch verdient. Der hat es echt verdient. Der hat gesagt, Minecraft ist scheiße. Hat er erstmal Respektschelle kassiert. Oh, oh. Nein, ich will keine Respekt... Oh, oh. Bitte. Vorsichtig. Nein, gehst du weg. Warte mal, ich glaube, die kann ich ganz gut auslösen, indem ich einfach so mache. Wunderbar. Jetzt gibt es noch einen kleinen Jetfall. Elegant. Kleiner Bottle Run oder was? Oh, der Victory. Elegant. Meine Damen und Herren. Paluten Grün-Pink von Crazy Özi. Hey Paluten, hier ist mein erstes Level für dich. Ich bin nicht der Beste, ich bin nicht die beste Designerin. Bitte sag am Ende, wie es dir gefallen hat. Schöne Grüße aus Österreich. Alright, alright. Und ja, das Level kennen wir auch schon. Das ist eben manchmal das Problem bei Happy Wheels. Das habe ich ja schon ganz oft gesagt. Das hatte ich auch in... Okay, das hatten wir eh schon in einer Folge. Weil die Sortierung so komplett durcheinander ist, dann kommen halt Level manchmal einfach doppelt. So, Paluten 55 von Stitch. Hey, Pall und andere. Standardtext, alles steht im Level. PS, keine Werbung oder sowas, aber wenn du willst, helfe ich dir gern, ein eigenes Level zu bauen. So eine Art Abonnentenspezial. Wäre auch nicht schlimm, wenn du Nein sagst. Nee, du musst mir, ne, wenn würde ich mir das ja selber einfach beibringen. Das ist ja gerade das Lustige daran, wenn ich das selber ein bisschen probiere. Hey, Pall und andere. Ihr kommt gerade von Dr. Elch, der euch sagte, ihr sollt euch nach einem wilden Abra Ausschau halten und es ihm bringen. Heißt er nicht Dr. Eich? Ach, da steht auch Dr. Eich und ich habe Dr. Elch vorgelesen. Ja gut, das bist du. Awesome. Im hohen Gras sitzt ein wildes Abra. Oh, aber bevor du es fängst, möchte es dich testen und schauen, was du alles von den Pokémons gelernt hast. Okay, nette Einleitung. Oh Gott. Was passiert, wenn man einem Evoli einen Feuerstein gibt? Es entwickelt sich. Es muss pupsen? Was? Nee, es entwickelt sich. Hä, natürlich. Richtig. Awesome. Evolu entwickelt sich zu Flamara. Ja, den konnte man ja die verschiedensten Steinchen geben. Okay. Wie heißen die Weiterentwicklung von Glumanda? Was steht da oben? Floink und Verkokel, Fukano und Akani? Nee. Glutexo und Glurak. Okay, das sind gute Fragen, weil die kann ich noch beantworten. Ich kenne nur die ersten 151 Pokémon. Danach, die anderen konnten mich nicht... Nee, es war einfach nicht das Gleiche. Was hat Turtok auf seinem Panzer? Jetpack? Was? Nee, Wasserbälle? Das sind Wasserkanonen. Genau, Kanonen. Zack. Aber es sind Wasserkanonen. Es sind so Wasserdüsen. Na komm. Oh, hab ich jetzt... Herzlichen Glückwunsch, du hast Abra gefangen. Oh, krieg ich mein Victory? Oh yeah. Oh, das ist Pikachu. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und was soll ich als nächstes bauen? Und sag nicht, lass dir was einfallen. Lass dir was einfallen! Nein, aber ey, erstmal möchte ich sagen, das Level war richtig fett. Weil er hat nicht nur einfach ein Quiz gebaut, sondern er hat auch noch so eine Art Story darum entwickelt, um dann dieses Quiz einzuleiten. Und das war richtig, richtig gut. Mach doch mal ein Dragon Ball Quiz oder irgendwas anderes. Also, da gibt es ja wirklich tausende von Möglichkeiten. So, Paluten, gut Glück von Michael. Hallo Paluten, das ist mein erstes Level für dich. PS, bin ein Schweizer. Kannst du es lesen? Ja, ich kann es lesen. Für mich bist du einer der besten YouTuber. Danke für deine Videos. Bleib so. Ich glaube, Michel hatten wir auch schon. Ich gucke mal ganz kurz bei Michel rein. Ja, ja, es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, dieses Michel-Level. Aber ich werde gucken, ob ich hier nicht vielleicht doch noch... Was ist denn jetzt los? Wo sind denn deine Beinchen hin? Bro, du hast dein... Er hatte einfach keine Beinchen mehr. Und wir wissen ja, was das heißt. Keine Beinchen? Keine Beinchen. Ey, klingt logisch, ne? Wenn man keine Beinchen mehr hat, dann hat man halt keine Beinchen mehr. Ich weiß, es ist wirklich eine verrückte These von mir. Ja, okay, das kenne ich auf jeden Fall schon. Das sind die beiden Opas, die hier runterhängen. Aber egal, ich wollte nochmal den Victory. Bam!
sauber. So muss es laufen. Paluten 55 Minecraft von Manuel Neuer. Oh, okay. Manuel Neuer reicht jetzt auch Level ein. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Okay. Warte mal. Ich muss noch mal kurz, hat er da noch irgendwas geschrieben? Viel Spaß beim Spielen meines Levels. Bitte bewerte streng alles wichtige Stimmen. Okay, da hatte ich das doch kurz gut überblickt. Hallo Paluten und andere. In diesem Level musst du Steves Frau vor dem Bösen beschützen. Also rette sie. Du wirst verschiedene Aufgaben und Rätsel bekommen. Und jedes Mal, wenn etwas richtig ist und du die Aufgabe gelöst hast, bekommst du einen Coin. Viel Spaß. Okay. Aufgabe Nummer 1. Spikefall. Elegant. Jawohl. Gib mir den Coin. Gut gemacht. Danke. So, was kommt als nächstes? Quiz. Was ist das Ziel in Minecraft? Den Enderdrachen töten. Das ist doch das Ziel, oder? Ja. Okay, perfekt. Ich dachte, das könnte man jetzt bestimmt so philosophisch, oder? Oh, Achtung, Miley. Schnell. Oh, da ist noch eine. Nein, ich hätte nicht bremsen sollen. Och, nö. Ach, das ist natürlich ein bisschen blöd. Zack. So, elegant. Komm schon, go. So, nochmal hier schnell. Spaß haben. Ich meine, aber das Ziel ist es auch, Spaß zu haben. In Minecraft. Minecraft. Wir müssen jetzt Glück haben. Glück. Yes, wir haben Glück. Und der Victory. Und ich habe einfach mal Steves Frau sowas von gerettet. Und ich würde auch mal spontan sagen, meine Damen und Herren, das soll es für heute gewesen sein. Es waren wieder richtig, richtig schöne Level dabei. Also, ich möchte mich auch einfach dann mal bei euch bedanken, denn ihr steckt da ja auch sehr, sehr viel Zeit rein, um die Level zu bauen. Und ja, ich finde das echt cool von euch. Und ja, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch eine kleine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 15 Uhr wieder zu einer weiteren Folge von Lost. Happy We Lost. Ciao.